Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und auch auf der Website Gameplay Gamers. Heute geht es um einen koreanischen Animationsfilm genannt Beauty Water. Und der Film ist unter dem Label von KZ Anime erschienen, auch wenn es jetzt kein richtiger Anime, sprich kein japanischer Animationsfilm ist. Habe ich mir gedacht, ich möchte mir den trotzdem mal angucken, weil die Story ziemlich interessant war. Oder zumindest klang und das eigentlich auch, weil ich im Film gesehen habe. Und die Box möchte ich mit euch jetzt gerne einfach mal auspacken und euch ein bisschen zu dem Film erzählen. Jedenfalls habe ich hier, wie ihr sehen könnt, die Blu-ray-Variante. Hier haben wir den Titel des Films, Beauty Water. Und hier sehen wir auch, dass der Film bei dem Annecy International Animation Film Festival 2020 ausgezeichnet wurde. Also er hat auf jeden Fall bei manchen Leuten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und auch bei mir hat der Film einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also wenn ihr euch schon mal das Cover anschaut, also ihr seht hier ja im Grunde eine ja doch hübsche Frau, von der sich quasi die Haut ablöst. Also es wird tatsächlich auch ein wenig eklig in diesem Film und meiner Meinung nach braucht man auch schon einen starken Magen, um das, was man dort sieht, dann auch zu verdauen. Ich habe mir den Film jetzt auch vor 3 Tagen angeschaut und habe jetzt auch bisher einfach mal mit dem Unboxing-Video gewartet, um einfach diesen Film dann, ja, alles das, was ich gesehen habe, mal runterzuschlucken und einfach mal zu schauen, wie sich das denn so setzt. Also, so sieht das von vorne aus. So sieht dann die Box von der Seite aus. Hier oben das typische KZ Anime Logo, dann das Logo von Beauty Water und die Angabe, dass eine Blu-ray enthalten ist. Ja, ich halte euch jetzt auch gerne mal die Rückseite in die Kamera. Dann könnt ihr, sobald sich die Kamera mal scharf stellt, dann auch gerne mal das Ganze pausieren und euch den Text durchlesen, aber ansonsten werde ich euch natürlich auch einiges zu dem Film erzählen. Und ihr seht dann hier insgesamt 8 Bildschirmaufnahmen von dem Film, also 4 hier oben, dann noch 4 hier unten und hier drunter seht ihr dann, wer an diesem Film mitgearbeitet hat. Und hier unten haben wir dann auch wieder die technischen Spezifikationen. Also der Film liegt sowohl auf Deutsch als auch auf Japanisch, beziehungsweise nicht Japanisch, auf Koreanisch. Es ist einfach Macht der Gewohnheit, weil ich ja sonst nur japanische Anime vorstelle. Ebenfalls auf Deutsch und Koreanisch vor. Es gibt auch deutsche Untertitel, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nur bei der koreanischen Tonfassung aktiviert werden können. Tonformat des DTS-HD Master Audio 5.1. Tonformat 1080p. Laufzeit sind 85 Minuten bzw. 86 Minuten. Ich meine, das wäre eine Minute weniger gewesen insgesamt. Und als Extra gibt es auch noch ein Poster mit der Grund dafür, warum ich euch hier auch ein kleines Unboxing-Video vorstellen möchte. Ja, also es geht im Grunde halt um Yeji, die seht ihr auch hier vorne. Die ist eigentlich übergewichtig und wird dann von der Gesellschaft auch immer abgestempelt, wird gar nicht wahrgenommen. Sie selbst empfindet sich als hässlich, weil sie auch im Internet gemobbt wird. Und dann bekommt sie irgendwann die Lieferung eines Wassers, das sich Beauty Water nennt. Also wie der Film ja auch heißt. Und hier seht ihr das auch ganz gut. Also ihr seht auch hier sehr gut, dass der Zeichenstil sich dann doch vehement von japanischen Anime unterzeichnet. Das wirkt wesentlich westlicher, wenn auch jetzt nicht unbedingt europäisch oder amerikanisch. Aber es geht halt eine ganz andere Richtung. Es ist halt ein koreanischer Animationsfilm, dass der Stil, auch Zeichenstil, tatsächlich ein bisschen anders. Und ich muss sagen, animationstechnisch gefällt mir der Film nicht ganz so gut, weil man hier sehr viel mit 3D spielt und was dann übermalt wird. Die Bewegungen sind viel zu schnell, zu starr und das sieht man auch in der Gestik und nicht nur in der Gestik, sondern auch in der Mimik. Und ja, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber jedenfalls bekommt sie dann eben dieses Beauty Water, mit der sie dann eben hübscher wird. Und das
ist aber noch nicht alles. Später wird das Beauty Water dann mal falsch angewendet, weshalb es dann eben zu solchen Szenen wie hier kommt. Also ich möchte da nicht so viel verraten, aber der Film sprengt hier tatsächlich die Grenzen des Body Horrors. Kommen wir nochmal wieder zurück zur Gestaltung. Also ihr seht hier, das FSK-Logo ist auf der Packung nicht drauf, das war hier auch nicht aufgeklebt, sondern nur auf der Plastikummantelung. Ihr habt ja so keine Kleberückstände, was mir immer sehr wichtig ist. Jedenfalls hier oben seht ihr nochmal das Kase Anime Logo, hier hinter schön verteilt das Beauty Water Logo. Sieht so aus, als ob es da an die Wand gemalt wurde, wobei ich finde, das haben sie ein bisschen schlecht drüber photogeshoppt. Ist halt so. Auf der Rückseite habt ihr dann hier auch nochmal Beauty Water als Logo. Ja, und so sieht dann hier auch die Blu-ray aus und da kann man das auch nochmal erkennen. Also hier seht ihr JG in ihrer natürlichen Form und dann auch hier JG, wie sie dann eben in ihrer Beauty Water Form dann eben aussieht. Also sie nimmt dann auch wirklich ihre ganze Umfeld mit in Leidenschaft. Also sie lebt auch bei ihren Eltern und die werden da wirklich in Mitleidenschaft gezogen durch die durch den Einsatz des Beauty Waters und wie sie sich halt entwickelt. Es ist halt auch eine gewisse Charakterstudie und es kritisiert wirklich auf eine sehr düstere Art und Weise unsere Welt, dass halt Menschen, die eben nicht gut aussehen sind oder allgemein als gut aussehen bezeichnet werden, dann halt auch von der Gesellschaft ausgeschlossen, teilweise auch benachteiligt werden oder gar gemobbt werden, was einfach nicht okay ist. Und ich finde, das macht der Film ziemlich, ziemlich gut. Geht es natürlich die Frage, möchte man sich dieses Poster ins Zimmer hängen oder in seine Wohnung hängen? Ich finde, nein. Ich finde, das ist einfach ein so ekliger Gedanke, wie sich hier einfach die Haut vom Körper ablöst. Und das wird im Film also noch krasser gezeigt. Ihr dürft jetzt natürlich nicht erwarten, dass es jetzt durchweg so ist. Es nimmt zum Ende hin auch nochmal eine ganz andere Richtung an, dieser Film. Also geht dann nochmal ja, im letzten Drittel in Richtung oder auf dem Ende zu, dass man wirklich so nicht kommen sieht. Es ist ein sehr unkonventionelles Ende. Ich kann euch nur sagen, guckt euch diesen Film an, aber wirklich bitte nur, wenn ihr auch auf, ja, ich will jetzt sagen, auf Body Horror steht, aber wenn ihr damit zumindest kein Problem habt. Also, ich musste tatsächlich auch schon bei einer Szene mir dann auch mal die Hände vor die Augen reißen, obwohl ich da echt hart gesotten bin und auch sowas wie Resident Evil, Silent Hill und so weiter spiele und ich eigentlich auch kein Problem mit Horror habe, weil ich lasse mich gerne erschrecken, aber das war wirklich schon eklig. Also das solltet ihr dann durchaus wissen, wenn ihr euch Beauty Water anschauen wollt. Ja, das war's dann mit dem Unboxing-Video zu Beauty Water. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Film habt oder wenn ihr diesen Film tatsächlich schon gesehen habt und jemanden braucht, um euch darüber zu unterhalten, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Wir sind hier unter Gleichgesinnten. Wir können uns sehr gerne über Beauty Water austauschen. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dürft ihr mir die Kritik ebenfalls gerne in den Kommentaren ausformuliert mitteilen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir oder wenn ihr mich auch abonniert, dann bekommt ihr auch mit, wann ich den nächsten Film unboxe oder auch Serien oder Videospiele, Collector's Editions und so weiter und so fort. Würde mich sehr freuen. Ansonsten noch einmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!